Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2, wo wir uns gerade darauf vorbereiten, den Aliens ordentlich in den Arsch zu treten und mal so weit zu kommen, wie ich noch nie in diesem Spiel gekommen bin, nämlich bis zur zweiten Alien Black Site, die wir jetzt infiltrieren werden. Und vorher wollte ich aber noch mal gucken, im Recruitment, ob zufällig sich ein... Nee, haben wir nicht. Ah, schade. Da hatte ich ein bisschen drauf gehofft, ist aber nicht da. Na gut. Dann machen wir uns auf und davon in Ostafrika. Na, unsere Ausrüstung ist okay. Die Jungs sind bereit. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, mal gucken, wie das ist, ob sie sich hart von der ersten Einrichtung unterscheidet und was für fiese Geheimnisse wir hier aufdecken. Ich weiß es nicht, ich habe mich da auch nicht gespoilert bei anderen Leuten, was da abgeht in dieser zweiten Facility. Intel from the Resistance suggests this facility is conducting research critical to the Avatar project. Once in position, approach the designated target and plant the X4 charges. Once they're armed, move to minimum safe distance and level that facility. Na, wir sollen es also in Luft sprengen. Gar nichts klauen da draus irgendwie. Interessant. In der Wildnis von Ostafrika, glaube ich, ne? Oh, wunderschönes Wetter haben wir mitgebracht. Ja, Jonas auch seine Sonnenbrille natürlich bei dem Wetter. Nobunaga-san hat mit seinem Visor wahrscheinlich auch wenig Probleme. Na toll, das Dach hat hier oben keine Deckung in die Richtung, in die es eigentlich Deckung haben müsste, um nützlich zu sein. Ist also komplett nutzlos für uns. Wir müssen uns dem Ding also über den Boden nähern. Der Weg ist ganz schön weit. Wie es aussieht. So. Wir rücken hier vorsichtig vor, würde ich vorschlagen. Ja, vielleicht lassen wir heute mal unseren Scharfschützen vorgehen. Er bringt auch nichts, er kommt auch in keine bessere Deckung. Okay, Nobunaga-san, du übernimmst die Führung hier. Ich meine, wir könnten auch einen Battle-Scanner einfach hier abfeuern. In Richtung vorne. Aber warum ist denn das so weit? Da laufen wir uns ja kaputt, ehe wir da sind. So, hast du hier irgendwas gesehen? Nein, nichts. Okay. Dann müssten wir hier so ein bisschen in die rechte Richtung aufklären. Das können wir ja mal Broker übernehmen. So, mal vorsichtig hier ums Auto rumlinsen. Irgendwas zu sehen? Gar nichts. Okay, was haben wir hier drüben? Ein Checkpoint, da hätten wir eine erhöhte Position. Immerhin, aber die ist super weit weg von der eigentlichen Anlage. Ich habe keine Ahnung, warum wir so weit weg sind hier von allem. So, wie weit kommen wir denn? Bis nach hier vorne? Okay, das müsste komplett safe sein, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, also, Oh, hier ist noch irgendwas, ein Strommast. Keine Ahnung, wenn sich hier noch ein Gebäude befinden würde, wäre das super für uns. Ansonsten müssen wir halt nehmen, was wir bekommen. I'm all over.
Und los jetzt. Also wir brauchen bestimmt 3 komplette Runden, um nach da vorne zu kommen irgendwie. Good to go. Wir verteilen uns hier ein bisschen im Gelände. Oha. Da hört man so ein bisschen tappeln und die Musik ist im Hintergrund so ein bisschen hochgekommen. Gibt es ein Autowrack. Hier gibt es zumindest eine Straße mit so einer Leitplanke. Also hier vorne wäre dann wahrscheinlich unser nächster Punkt, den wir besetzen wollen. Herringer. Ich denke, da sind irgendwo Aliens in der Nähe schon. Ohne das jetzt direkt beweisen zu können. Ja, ich bin mal echt gespannt, was uns hier erwartet. Ob uns hier grausame Erkenntnisse erwarten oder irgendwas. Rechts nicht mehr bis dahin. Das ist blöd. Na gut, dann laufen wir eben so rum. Wird schon nichts passieren, wie Jonas immer sagt. Ist auch nichts passiert. Bin schon dabei. Ja, hier als so ein alter verlassener Checkpunkt in der Wildnis von Ostafrika. Ansonsten Straße, sieht alles nicht so richtig cool aus. Was haben wir mit dem Auto gemacht? Gemoddet. So, wo haben wir denn? Da ist unser Scharfschütze. Okay, hier eine wunderschöne Deckung. Aha. Da müssen wir mal gucken, wenn die sich hier nach rechts so ein bisschen bewegen ab und zu, dann könnten wir von da aus einen Hinterhalt legen. Ah, ich glaube, wir benutzen das Ding als Hinterhalt. Als Punkt für einen Hinterhalt. Will do. Wir beobachten die mal gerade ein bisschen. Wir müssten ja alle richtig gute Deckung eigentlich haben gegen die. Copy that. So, mal schauen, wo bewegen die sich lang? Wir dürfen es nicht sehen, warum nicht? Ah, nach hinten weg bewegen die sich. Oh. Okay. Das ist jetzt auch nicht so das Schlimmste, was uns passieren konnte. Aber auch nicht so das Optimum. Ja, wir versuchen mal Jens einfach da auf dieses Dach hochzubringen. Und den Rest so ein bisschen hier in der Gegend davor zu postieren. Ah, das wäre, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die uns dann weiterhelfen könnte. Na, ich überlege gerade, ob wir die irgendwo sinnvoll flankieren können, aber ich befürchte beinahe nicht. Oh, er kommt sogar bis dahin. Jonas, du bist so ein Tier. Nee, das ist keine erhöhte Deckung. Aber sich hier so in Deckung zu schmeißen, ist prinzipiell nicht verkehrt, denke ich.
So, dann kann Data hier so ein bisschen aufrücken. Ich weiß noch nicht genau, wo wir sie in Deckung bringen. Hier. Oder wir benutzen vielleicht die Deckung noch, wenn es geht, hier irgendwie. Ich lasse sie erstmal hier in Deckung schlüpfen. Ja, nehmt den umständlichsten Weg, das ist okay. So, und Jonas. Macht sich hier an diesem Stein breit. Befehl bestätigt. Der besetzt hier unsere linke Flanke quasi. Bestätigt, und schützt die. So, die haben sich nicht wirklich bewegt, ne? Das ist okay, dann können wir uns hier noch ein bisschen ausbreiten. Hier, wenn wir den Baum benutzen könnten, wäre super, können wir nicht im Moment. Deswegen bleiben wir einfach hier. Können wir hier noch irgendwas mit Broker machen, was Vernünftiges? Nee, der könnte auch höchstens nach hier vorne vorrücken, was im Moment nicht geht. Dann kommen wir Data irgendwie in eine bessere Deckung. Keine volle Deckung irgendwie. Ja, hier hinten. Da können wir aus diesem Haus rausfeuern. Nee, hier hoch können wir sie leider auch nicht ziehen. Das ist auch eine halbe Deckung. Ja, ungünstig, okay. Dann ziehen wir sie hier einfach so. Ja, zwei Felder nach rechts. Overwatch. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Scanner Gebiet. Ach, und jetzt hauen die ab. Kommt mal zurück. So, aber wenn die abhauen, heißt das natürlich, wir können uns hier ein bisschen vorarbeiten. Nobunaga-san zum Beispiel. Kann hier diese Deckung für sich beanspruchen. Da kann er auch einfach hier nach rechts wechseln, wenn es nachher zu heiß wird. Hier kommen wir leider nicht rein in diese Deckung. Die hätte ich gerne mit benutzt, muss ich ehrlich sagen. Er geht nicht. So, da kann Jonas nach hier vorne aufrücken. Und los geht's. Und Data kann sich hier breit machen. So, und dann würde ich sagen, wir warten, bis die Typen wieder dicht herankommen. Haben die sich bewegt? Nicht wirklich, ne? So, die sollen einfach nur ein bisschen dichter kommen. Und dann schlagen wir zu. Okay, die rennen erstmal nach hinten weg und bekommen Verstärkung von einem zweiten Trupp. Die rennen da aufs Dach hoch, wie es sich anhört. Na, wie finde ich das denn? Herrlich. Na, kommt doch mal hier hin zu uns zurück. Hier wäre ein Wachturm, den man super gut benutzen könnte. Aber der ist mir schon zu dicht an der eigentlichen Einrichtung dran, muss ich sagen. Ich meine, wir könnten uns jetzt ein bisschen nach rechts verschieben. Ob
das allerdings was bringt, ist fraglich. Wir wären dann halt dichter an denen dran, weiter von unseren Scharfschützen weg. Gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Bisschen schneller bewegen die Jungs. Ich frage mich gerade, wenn man es geschickt anstellen würde, würde man dann da reinkommen, ohne dass man irgendwie gegen Aliens kämpfen muss, dass man sich dann quasi nur den Weg raus freikämpfen muss. Was machen die denn? Chillen jetzt da. Overwatch. Eyes on the prize. Affirmative covering now. Affirmative. Je couvre la zone. So, die sollen einfach nur dichter zu uns kommen, damit wir zuschlagen können. Bestätigt. Überwachung. Aber irgendwie wollen die gerade nicht. I'm on it. On Overwatch. Merci. Je vois grand les yeux. Bewegen die sich überhaupt gerade? Nee, ne? Feuerschutz. Moving to Overwatch. Got it covered. On Overwatch. I'm on it. Je suis dessus. Ich meine, ich würde dich schon gerne alle sehen, bevor ich hier den Hinterhalt trigger. Ja, komm zu uns. In meine Richtung, in meine Richtung. Jetzt bleiben die echt da hinten. Okay, gut. Sollen sie halt da hinten bleiben. So, Jonas wird den Hinterhalt auslösen. Verrouillage du secteur. Data sieht hier nichts, leider, okay. So, wir kommen hier nach vorne, wir können ja dann wieder nach hinten verschwinden, wenn es zu heiß wird. Ja, sieht leider auch nichts. Okay, Jonas, wir starten das Ganze mit einer Säuregranate. Ja, passt perfekt. Die ist für dich! So, sehr schön. Ich denke, wir sind aufgeflogen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der sieht angepisst aus. Und er rennt weg. Sieben Punkte Schaden. Ich glaube, der ist zu Boden gegangen. Jop. Erledigt. Enemy neutralisiert. Okay, mehr passiert hier gar nicht gerade. Die Schlangen bewegen sich einfach nicht. Das ist interessant. Ich weiß noch nicht warum. Zur Sicht? Ja. 77%. Wen du erledigst, ist eigentlich total egal. Hauptsache, du triffst jemanden. Ja, wäre eine gute Sache. So, ja, und Broker kann von da aus nichts machen. Okay, dann warten wir, bis die Schlangen dichter rankommen. Falls sie denn dichter rankommen. Ich hoffe es. 3 Punkte Säureschaden. Und die andere hat gar keinen Säureschaden bekommen. Doch, auch 3 Punkte. Ach du Scheiße. Was seid ihr denn?
Oh crap. Ah, vor dem Mech verfehlt, schade. Wäre ein guter Schuss gewesen. Okay, Schlange wollte sich bewegen. Das haben wir unterbunden. Die zweite Schlange wollte sich bewegen. Das hat Nagasan unterbunden. Habe ich gesehen. Okay, wir versuchen mal eine Taktik aus XCOM 1. Wir lassen uns einfach zurückfallen und versuchen, die dadurch in einen Hinterhalt zu locken. Ah, da haben wir aber noch Sichtkontakt zu einem. Mal sehen, ob wir den ausschalten können. 87%, 65% leider nur. Kann Jonas da was machen? Nein, weil er nicht weit genug schießt, interessanterweise. Okay. Ja, Säuregranate fliegt auch nicht weiter. So, aber hier vorne möchte ich irgendwie nicht bleiben, muss ich sagen. Fragt mich nicht, warum. Ist so. So, wir versuchen immer aus der Deckung rauszuknipsen. Ein Advanced Trooper ist das, okay. Einmal knipsen bitte. Ja, ja, perfekt. Das war nämlich der Typ, der am weitesten vorne saß, der hier in die Deckung gucken konnte. Ne, jetzt haben wir hier keinen Sichtkontakt mehr und jetzt könnte unser Plan auch funktionieren. Wir ziehen uns hier einfach zurück in den Overwatch. Jonas geht hier in Overwatch. Nobunaga-san. Achso, einmal nachladen bitte, bevor du in Overwatch gehst. So, Broker bleibt schon hier hinten. Und Rocky ziehen wir natürlich auch zurück. Hier sieht er auch niemanden. Overwatch. Ja, wir können jetzt in Pistolen-Overwatch gehen, aber ich denke, da ist der Reload wesentlich vorteilhafter für uns. Und jetzt kommen wir nämlich auf den Zug. Nagasan bekommt den ersten Schuss. Macht eigentlich auch ganz gut Schaden, das Ding hat halt nur 3 Punkte Rüstung. So, und davon wird Jonas jetzt hoffentlich 2 wegschleudern. Oder er schießt daneben, das geht auch. Ziel verfehlt! Suppression! Was hat er getan? War das Jonas, den er getroffen hat? Yes. Und er bekommt direkt Panik. Was ist denn da drin jetzt explodiert und warum? Ach, die Säure hat da was kaputt gemacht oder wie das? Okay. Na, jetzt wird's spannend. Das Revival-Protokoll brauchen wir, um Jonas hier aus der Scheiße zu holen. Okay, Panik Renew. Damit können wir ihn zurück in seine Deckung setzen. Nicht wie Jonas haben. Könnten ihn auch nach der vorne setzen, ne? Das wäre vielleicht nicht so ganz günstig gerade. Wahrscheinlich.
So, dann lassen wir mal unsere zweite Säuregranate hier los. Geklappt. Dann müssen wir den Trooper direkt ausschalten. Und dem hässlichen Mech nehmen wir Rüstung weg. Und er suppressed auch nicht mehr, ne? Ja, perfekt. So, und dann lassen wir Nobunaga-san hier. Ich meine, er ist natürlich total heldenmutig und so weiter und so fort. Was? Der lebt noch? Ah, der lebt gleich nicht mehr. Run and gun. Jetzt ist es soweit. Nach hier drüben. Den Mech direkt vor der Flinte. Ah! Und da gibt es auch direkt ein bisschen Loot. Hair Trigger, Free Action. Ja, weißt du was? Ja, wenn es so ist. Der Double Crit. Ich liebe ihn einfach. Ehrlich gemacht, Nobunaga-san. Ah, das war schön. Das war echt, echt schön. So, haben wir hier einen Gremlin hier? Nee, haben wir nicht. Gar nicht. Okay, aber wir müssen jetzt natürlich hier ein bisschen vorrücken. Um unsere Position zu sichern. Aber das war schön, ne? Also diese Taktik aus dem ersten XCOM-Teil funktioniert hier immer noch. Durchaus. Achso, ah, Data kann natürlich direkt Jonas heilen. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, damit ist er natürlich sein Shaken nicht losgeworden, aber was soll's machen? So, okay. Wir rücken hier ein bisschen vor. Wir werden als nächstes, denke ich, diesen Turm hier als Deckung benutzen, also uns dem Gebäude ein bisschen von rechts nähern. Hier ist auch die Leiter. Und ich vermute, hier könnte es auch wieder Türme und so einen Quatsch geben. Wenn es sein muss. Ja, muss Jonas. Das ist nämlich ein Autoloader und muss deswegen keinen Zug damit zubringen, hier nachzuladen oder sowas. Hey, warum willst du nur so rumlaufen unbedingt? Ich meine, ganz ehrlich, lauf doch einfach so rum. Und dann ist das doch auch schön, oder? So, was bekommen wir? Advanced Laser Sight, okay, und ein Advanced Autoloader. Ups. Da schmeißen wir die schwere Knarre von dem Typen einfach durch die Gegend. Die liegt jetzt da drüben, warum auch immer. Ach, Spiel, hör auf, dumm zu sein. No problem, boss. So, Data vorrücken und nachladen. Broker, wohin mit dir? Ich will ihn gar nicht allzu weit nach vorne vor die anderen ziehen eigentlich. Hier so ein bisschen auf die rechte Seite vielleicht, dass er mal nachguckt, ob es da was gibt. Alles cool? Alles cool. So, hier einmal nachladen. Und dann Overwatch bitte. So, Deadwood können wir jetzt auf jeden Fall nachziehen. Den guten Jens. Ja, vielleicht hier zu Jonas. D'accord.
So, alles cool, nichts passiert, sehr schön. Und ich schaue gerade auf die Uhr, stell fest, die Folge ist vorbei, Jungs und Mädels. Wir werden beim nächsten Mal diesen Turm hier besetzen. Wo ist denn da die Leiter eigentlich? Der Eingang ist direkt auf der anderen Seite, ne? Ja, gut, okay. Aber müsste eigentlich durchaus handelbar sein, ne? Da haben wir hier eine Deckung, hier haben wir eine Deckung. Ja, hier an der Ecke haben wir eine Deckung gegen das Gebäude auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt zwei Leute in hoher Deckung auf dem Turm unterbringen. Vielleicht sogar drei. Und dann ist alles cool. Wir schauen mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.